Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute hier wieder beim 18 Dance Studio in Bergisch Gladbach und machen ein kleines Training. Und zwar für Mountainbiker, um fitter, besser und mehr Energie auf den Trails zu haben. Ich habe die Michi mit dabei, die muss heute ein bisschen leiden. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich schlagen wird. Ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Workout. So, ich brauche einmal den Timer. Das Workout geht nur 5 Minuten, also brauchst du gar keine Angst haben. Ich bringe dir jetzt einmal kurz die Übungen bei, du darfst einmal zugucken. Es sind nur 5 Übungen, aber der Fokus ist auf Chorbereich, Stabilität und Kräftigung für den Chorbereich. Wir legen los, die erste Übung ist Plank Hold. Kannst du dich jetzt gleich entscheiden, möchtest du das hier oben machen, aktiv, schön in den Boden greifen oder möchtest du das hier unten machen, dann sind die Schultern über den Ellbogen. Aber für die Ausführung musst du dir keinen Kopf machen, ich korrigiere dich sowieso die ganze Zeit. Die nächste Übung ist aus der Boxposition. Das heißt, Knie unter der Hüfte, Schulter über den Handgelenken und wir versuchen, dass der Rücken hier sich nicht bewegt. Und wir tappen immer diagonal zu unseren Knien. Immer über Kreuzbewegung. Ganz wichtig für die Aktivierung beider Gehirnhälften. Brauchen wir nicht beim Mountainbiken auch oft. Dann die nächste Übung ist tatsächlich aus hier, Breakletics, Hit the Beat, Cross Crunches. Es gibt normale Crunches, die sind natürlich super langweilig. Wir machen jetzt aber die Cross-Crunches und zwar diagonal und gerade. Erstes Mal ist einfach nur hier, tap, wieder absetzen oder in der Luft halten. Das ist dann schwieriger, wenn du es in der Luft hältst. Tap, 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 tap. Dann nächste Runde, diagonal greifen. Hop, absetzen, hop, absetzen. Willst du es einmal ausprobieren? Ja. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Genau. Stabilisieren, genau. Bein strecken. Brust raus, Rücken gerade. Dann absetzen. Genau. Andere Seite. Wieder absetzen. Und andere Seite. Wieder absetzen. Und ich muss immer hier. Genau, immer tap. Dann diagonal. Rechte Hand zum rechten Fuß. Jetzt schon durcheinander. Ja, ich bin gespannt. Dann die letzte Übung ist ziemlich einfach. Nackenbrücke. Kennt jeder. Füße aufstellen, Becken hoch, Einbein anheben. Becken bleibt oben. Das Becken darf nicht abfallen. Ja, gucken wir mal, wie du dich schlägst. 30 Sekunden jede Übung. Nachdem wir bei Übung 5 fertig sind, das heißt bei der Nackenbrücke, starten wir wieder von vorne. Ich nehme uns den Timer und dann legen wir auch direkt los. Bist du bereit? Ja. Erinnerst du dich an die erste Übung? Plank. Plank Hold, richtig. Starten in der Plank-Position, Schulter über die Handgelenken oder Schulter über den Ellbogen. 3, 2, 1, go. 30 Sekunden laufen. Bei der Plank immer super wichtig, Blick Richtung Boden, dass die Halswirbelsäule gerade ist. Spannung aufbauen. Plank ist übrigens eine Ganzkörperübung, weil man trainiert auch viel hier die Oberschenkel. Das ist komplett auf Spannung, Po ist auf Spannung, Rücken, einfach alles. Und einfach eine Übung, die man immer mal zwischendurch machen kann und die Nummer 1 eigentlich so für Stabilität und so weiter. Gleich geschafft, 5, 4, 3, 2, 1. In die Boxposition, Knie unter die Hüfte, Schulter über die Handgelenke, Knie hoch. Genau, und immer diagonal zu den Knien tappen. Genau, nicht wackeln, stabilisieren. Knie unter der Hüfte, schön stabilisieren. Bisschen weiter, die Knie bleiben unter der Hüfte, kommen weiter zu nach vorne, sehr gut, sehr gut. Und schön langsam, muss nicht schnell sein. Versucht die Hüfte gerade zu lassen. Ihr seht schon, ich glaube, die Michi hat gedacht, die Übung ist ein bisschen einfacher. Bleibt mit den Schultern vorne über den Handgelenken. Bleib hier vorne, du wirfst meine Hand. Deine Schulter, sehr gut. Und 3, 2, 1, geschafft. In die Sitzposition, Cross Crunches. Erste Runde. Bereit? 3, 2, 1, go. Gerade.
tap und tap und tap und tap. Genau, Rücken gerade halten, Spannung aufbauen. Brust raus, Rücken gerade. Versuch das Bein möglichst zu strecken. Sehr gut. Sehr gut. Gleich schon geschafft. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und jetzt diagonal. Keine Pause. Sehr gut. Ja, ja, Konzentration. Das ist real, Leute. Wir machen es das erste Mal. Wie sozusagen, wenn sie jetzt eine Kundin wäre und das erste Mal ausprobiert. Sehr gut, sehr gut. Konzentration gleich geschafft. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Füße aufstellen, Rückenlage hinlegen, aufrollen, Nackenbrücke. 3, 2, Nackenbrücke. Becken hoch, die letzte Übung. Die Füße näher ran, genau, Becken schön hoch, auf geht's, 30 Sekunden. Wenn du möchtest, kannst du jetzt immer ein Bein anheben, aber ohne, dass das Becken abfällt. Genau, Beine parallel lassen, dann das andere Bein abheben, genau. Schön den Po anspannen, fest zusammen, Bauch anspannen. Gleich schon geschafft, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir starten von vorne. Plank-Position. Go, 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 go. 3, 2, 1. Plank-Hold. Sehr gut, sehr gut. Halt mal das Mikro hin. Wie fühlst du dich? Ja, super. Super. Freust du dich auf die zweite Runde? Nee, nicht so richtig. Schön gespannt, wir geben natürlich gleich ein finales Feedback. Schon mal schnell das Mikro hier wieder befestigen. 10 Sekunden noch. Und 5, 4, 3, 2, 1. Rechter Wechsel in die Box. Keine lange Pause, diagonal Tap. Stabilisieren, Spannung aufbauen. Po unten lassen. Knie unter der Hüfte, Schulter über den Handgelenken. Hier vorne bleiben, ja. Nicht zu weit nach hinten mit den Knien, immer wieder in die Box. Sehr gut. Sehr gut. 10 Sekunden noch. Und 5. Yes. Genauso soll es sein. Man muss ja ausbalancieren können. 3, 2, 1. In die Sitzposition. Cross Crunches. Gerade. Go, go, go. Keine Pause. Tap. Tap. Füße hoch. Was ist das denn hier? Ja. Go, go, go. Spannung halten, Bauch anspannen und atmen. Sehr gut. Sieht schon viel stabiler aus als in der ersten Runde. 5, 4, 3, 2, diagonal greifen. Letzte Minute Workout läuft schon, easy peasy. Sehr gut. Gerade bleiben, Rücken gerade, Brust raus. Atmen nicht vergessen. Go, 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 go. Go, go, go. Nicht nachlassen. Gleich geschafft. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rückenlage. Becken hoch. Letzten 30 Sekunden. Zieh durch. Sie wollte sagen, dass es auf die Hüftbeuger geht. Das, ja, Oberschenkel. Deswegen macht man danach dann auch normalerweise ein gutes Stretching. Viele Bauchübungen gehen auf den Hüftbeuger und den Oberschenkel, weil man immer hier strecken muss. Und 5, 4, 3, 2, 1, geschafft. Easy peasy. So, ich würde sagen, wir fragen mal die Michi nach einem kleinen Feedback. Das war jetzt sozusagen so ein kleines 5-Minuten-Workout. Eigentlich nicht viel, aber es war für Stabilität, Koordination, eigentlich von allem etwas dabei. Und man kann das super schnell überall eigentlich machen. Ich würde sagen, die Michi gibt mal ein kleines Feedback. Wie war es für dich? War es schwerer oder einfacher, als du gedacht hast? Es war ein bisschen schwieriger, als ich dachte, weil ich so koordinative Übungen eigentlich selten mache.
wenn ich ins Gym gehe, mache ich halt wirklich nur pures Krafttraining und selten sowas mit Ausbalancieren. Klar, Kniebeuge, aber das ist halt eine Belastung, die kannte ich schon. Und das hier habe ich halt noch nie gemacht. Und dann über Kreuzgreifen, da kommt man dann erstmal gar nicht mit zurecht so richtig. Und es ist eine ganz andere Belastung. Und man hört schon, es ist auf jeden Fall anstrengend. Ja, und das nur in 5 Minuten. Meistens ist es ist ja immer so, wenn man neue Übungen macht, die man nicht kennt, dann ist es immer schwieriger. Und gerade so Sachen diagonal über Kreuz, ihr habt das gesehen in der Boxposition, wie viel sie stabilisieren muss. Und vielleicht kennt ihr das selber, ihr fahrt ruppige Steinfelder runter und so. Und wenn ihr mal geguckt habt, wie die Mountainbiker und Mountainbikerinnen dann stabilisieren müssen die ganze Zeit rundum. Und in der Box soll ja dein Rücken auch gerade sein, genauso wie bei der Körper-Bike-Trennung. Ja. Und genau das kann man damit super, super gut trainieren. Man könnte das jetzt noch schwieriger machen, indem man zum Beispiel so eine Stange auf deinen Rücken legt und du wirklich spürst, dass du die ganze Zeit gerade bist. Vielleicht machen wir da mal nochmal ein Video zu, so als kleine Challenge und gucken mal, wie diese Stabilisation, diagonale Bewegungen und so weiter nochmal so als richtige Challenge funktioniert. Ich finde, dass so Übungen eigentlich auch mehr Spaß machen als langweilig im Gym, oder? Ist auf jeden Fall. Man merkt halt nicht, wie die Zeit vorbeigeht. Also man ist halt die ganze Zeit irgendwas am Machen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Yes, Leute. Wenn ihr Bock habt auf ein komplettes Konzept, du kannst auch wieder aufstehen. Ja. Okay, wollte ich einmal Gentleman sein, Leute. Wenn ihr Bock habt auf ein komplettes Trainingskonzept, einen kompletten Online-Kurs zum Thema Fitness und Gesundheit für Mountainbiker, lange fit und gesund, an unserem Hobby hier Spaß haben und auch mehr Trailabfahrten im Bikepark schaffen, weil die Bikepark-Tickets zu teuer sind, dann ist das Programm Empower Your Ride vielleicht genau das Richtige für euch. Schaut in dem Link in der Beschreibung nach, dort findet ihr alle Infos auf der Internetseite und vielleicht sehen wir uns dann demnächst im Online-Kurs. Letzte Worte? No pain, no gain. Okay. Macht's gut, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.